Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Und heute haben wir wieder eine wunderbare Reaction auf den Jack von Crack Track. Ich liebe es, das zu sagen. 666 heißt er, das Album Crackhausen kommt am 01.05.2020 raus. Also werde ich euch den Link zum Vorbestellen in die Beschreibung packen, Freunde. Supportet, ihr wisst, wir supporten alle sehr, sehr gerne. Und gerade jemanden, Jack von Crack, der zu der Familie gehört. Viele wissen es nicht, aber Jack von Crack ist mein Vater und gleichzeitig aber auch mein Halbbruder. Ist eine komplizierte Geschichte. Damals beim Autounfall hat er ein bisschen Motoröl geschluckt. Deswegen hört sich seine Stimme so an, wie sie sich anhört. Lange Geschichte, Freunde. Lange Rede, kurzer Schwanz. Wir schauen rein. Jack von Crack 666. Crackhausen. Crackhausen wahrscheinlich, ja. Crackhausen. Ich bin gespannt. Bewertungen. Clean Digger 4000 Likes, 100 Dislikes ist okay. 36.000 Aufrufe. Geht noch mehr. Also falls ihr noch nicht den originalen Track gehört habt, geht bitte rauf auf dieses Video. Ihr bekommt eine handsignierte, ja, ultralimitierte CD. 666 Stück gibt es nur. Und alle Hand unterschrieben von ihm. Und ja, ich bin gespannt, Freunde. Wir hören rein. Achso, viele haben sich gefragt, wo meine Kopfhörer sind, Freunde. Meine Kopfhörer ficken mein Internet. Ich habe ja Funkkopfhörer und dieses Funksignal fickt auf einmal mein WLAN. Sobald ich meine Kopfhörer aufsetze, habe ich kein WLAN mehr. Deswegen ein bisschen belastend. Nehme ich erstmal ohne Kopfhörer auf, bis ich neue habe. Tut mir leid, dass ihr meine Öhrchen dafür sehen müsst jetzt. Beat ist jetzt schon sexy. Wisst ihr, wen wir da ausgegraben haben im Hintergrund? Wir hören so eine kleine Geige. Wisst ihr, wer die gespielt hat? Ja, es ist Johann Wolfgang Amadeus Mozart gewesen mit Beethoven zusammen in der Kombination. Die haben das gemacht hier. Ich zieh mir ne Line auf dem Beat, du bist weggedreht. Und deine Fresse wird zerschmettert mit Elektrogerät. Ich kann dir gerne auch ne Testprobe der Steckdose geben. So endet dein perfektes Leben. Jack, der Erfinder von Hass und Gewalt. Eine unbekannte Deutsch-Rap-Schattengestalt. Im Wandtresor. Eine unbekannte Deutsch-Rap-Schattengestalt. Geil, Mann. Eine unbekannte Deutsch-Rap-Schattengestalt. Die fühle ich die Leine. Der Erfinder von Hass und Gewalt. Eine unbekannte Deutsch-Rap-Schattengestalt. Im Wandtresor gestapelt sind die Kokain-Pakete. Fest Angebot getarnt hinter der Mosaik-Tapete. Dann lief deine Freundin blutend davon. Hab diese scheußliche Hure geboxt. Boah, schöner Flow hier, schöner Flow. Seine Stimme ist ein bisschen tiefer als sonst gefühlt, oder? Ein bisschen rustikal. Deine Freundin blutend davon. Hab diese scheußliche Hure geboxt. Guck, wie sie das Zeug in die Schnute bekommt. So wie neulich im Beauty-Salon hat sie sich als. Wie das Zeug in die Schnute bekommt. So wie neulich im Beauty-Salon hat sie. Was für Beauty-Salon? Wie sie das Zeug in die Schnute bekommt. So wie neulich im Beauty-Salon. Check, hör ich nicht. Sie sich, als sie dich gestern verließ, gefreut. Dann hat sie sich über die Ketten im Verlies gefreut. Bewusstlos am Boden und wird jetzt von Crackheads verknallt. Benutzten Kondomen. Kein Stress mit dem Antichristen. Jeder meiner Crackheads kann vernichten. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. 666 für die G-Satanisten. Fühle ich, wie er da lang geht, wie er aussieht mit diesem Anzug, bam, sich bewegt. Er ist ein schöner Mann, Freunde. Über und unter der Maske. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. 666 für die G-Satanisten. Kein Stress mit dem Antichristen. Jeder meiner Crackheads kann vernichten. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. Das fühle ich. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. Geil, sehr, sehr geil. Jeder meiner Crackheads kann vernichten. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. 666 für die G-Satanisten. Nicht für einen einfachen Satanist. Doch keiner checkt, dass Jack einfach nur Satan ist. Real Talk, Freunde, ich kann's bestätigen. Ich habe verlässliche Quellen, ich habe die Papiere und den Ausweis gesehen. Das ist Real Talk gewesen gerade. Mit Platz vor Thronen, ich boxe deine Mutter. Sie landet von alleine in der Kampfschottpose. Sozialer Rap, ich. Das ist eine Anspielung auf die Zeile von. Ist es von Kollege? Ich boxe dich um und du landest aus Reflex in der beweglichen. Beweglichen wahrscheinlich. Wie heißt denn das? Wie heißt die denn? Diese Seitenlage da. Die erste Hilfe-Seitenlage. Wie heißt denn? Ich bin wieder der größte Dummkopf der Welt, aber. Die bewegliche Seitenlage? Wie heißt die denn, Digga? Die erste. Ihr wisst, was ich meine. Denn ich boxe deine Mutter, sie landet von alleine in der Kampfschottpose. Sozialer Rap, ich spuck in Bullenfresse und lasse Bullets von den angespuckten Bullenfresse. Ich feuer ganz kurz aus der Tag, die Bastarde werden umgelegt wie ein Krankenhauspatient. Das sagt wir. Wir werden umgelegt wie ein Krankenhauspatient, wenn man in einen anderen Raum gelegt wird. Okay, ist okay. Aber ich finde den Beat halt sexy. Ich finde den Beat
Sehr sexy, Freunde, produziert. Von wem ist es produziert? Nilo. Heftiger. Heftiger Beat. Sehr, 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 sehr angenehm. Schön musikalisch. Kritik, die Bastarde werden umgelegt wie ein Krankenhauspatient. Das Zahnfleisch taubt von dem Coca-Test. 100 Gramm Fleisch in einem Monat weg. Deshalb ist dieser Check auch immer so vercheckt. Auch wird von vielen gefeiert wie das Oktoberfest. Sie fühlen den Okay, die Line war ein bisschen wack und wird von vielen gefeiert wie das Oktoberfest. Wird auch immer so vercheckt. Auch wird von vielen gefeiert wie das Oktoberfest. Sie die war ein bisschen wack, muss ich sagen. Sie fühlen den Gotteshaar, spüren den Gotteshaar. Ich töte sie zu mystischem Glockenklang. Los. Bring mir die übrigen Abfahrer, ich bin die lyrische Folterbank, oh. Ich bin die lyrische Folterbank, auch geil. Auch geil. Kein Stress mit dem Antichristen, jeder meiner Crackheads kann vernichten. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. 666 für die G-Satanisten. Kein Stress mit dem Antichristen. Geil, das ist geil. Das ist wirklich nice, Mann. Die Hook ist wieder geil. Hookmaster. Jack von Crack, aka Hookmaster. Guckst du im Duden nach, Hookmaster, da steht, ah, Jack von Crack. 666 für die G-Satanisten. Kein Stress mit dem Antichristen. Jeder meiner Crackheads kann vernichten. Ich geh jetzt kurz ein in die Geschichte. 666 für die G-Satanisten. Heftiger Pullover auch, fühle ich. Nice. Sehr, sehr nice, Alter. Sehr, sehr nice. Fühle ich. Freunde, wie gesagt, ich werde euch den Link zum Bestellen in die Beschreibung packen. Ich habe davon nichts, ich supporte einfach einen Bruder. Eine von 666 handsignierten CDs könnt ihr erwerben. Ich glaube für 14,99 €, ja. Das ist Digga. Einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder. Danach könnte, kauf die, Real Talk, Marketing-Genie, verkauf die einen Monat später für 5 Euro Minimum mehr auf eBay. 800 IQ-Modus, Digga. Wenn es ausverkauft ist, die gehen sowieso oder so weg, kauft euch eine oder kauft euch zwei und verkauft die andere auf eBay. 800 IQ-Modus, Freunde. Vertraut mir, ja. Vertraut mir. Ansonsten, Freunde, gut, ich würde sagen, an dieser Stelle, lasst mir eure Meinung gerne dazu da. Ich fand's nice, Mann, der Beat war geil. Stimme ein bisschen ungewohnt, ein bisschen tiefer als sonst. Mal sehen, ob den anderen Tracks auch so ist. Ansonsten, Hook extrem nice. Gerade durch diesen musikalischen... Der Beat hatte so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. So ein bisschen Mittelalter-Feeling. So ein bisschen Henker-Feeling hatte ich. Henker-Menker-Feeling. Habe ich gefühlt. Ich bin gespannt auf die anderen Tracks, Freunde. Wir werden natürlich wieder eine Album-Reaction rausballern, ja. Ansonsten würde ich sagen, was ist von mir. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh. So wie immer natürlich. Und...